zu Wonderful Yoga. Ich bin Wanda und in diesem Video werde ich das Mysterium um den Ujjayi-Atem lüften. Ja, vielleicht seid ihr auch schon in eine Vinyasa-Yoga-Klasse gekommen und dann wurde gesagt, so und jetzt startet mit dem Ujjayi-Atem und ihr wart so, was bedeutet das? Und alle um euch herum wussten es aber irgendwie oder haben so getan, als ob sie es wissen. Und vielleicht habt ihr auch diesen feinen Meeresrauschen-Sound wahrgenommen. Ja? Und Ujjayi bedeutet victorious, also siegreich, auch der siegreiche Atem genannt. Und warum siegreich? Was passiert, wenn wir Ujjayi atmen, ist, dass wir die Stimmritze verengen und den Atem hörbar werden lassen. Der Atem wird automatisch verlängert und geht viel tiefer in unsere Lungenflügel rein. Wir als Menschen sind alle ziemlich miese Atmer, muss man sagen. Wir atmen nur mit 10% unseres Lungenvolumens. Ja, wir denken nicht nur mit 20 oder 10% unserer Gehirnmasse, nein, auch mit unseren Lungen ist es nicht viel besser. Ja, also wir atmen ziemlich flach, die meisten von uns bis hier oben. Ja. Die wenigsten können wirklich den Atem hier runtergehen lassen. Und das wollen wir aber erreichen. Wir wollen wirklich unser Lungenvolumen, die Lungenkapazität ausweiten, um mehr Sauerstoff, mehr Lebensenergie in Yoga, wir sagen Prana, in unsere Lungen zu bekommen. Am besten machen wir das draußen, an der frischen Luft, ja, weil da ist die Prana-Qualität gegeben. Also Prana ist sehr hochwertige Luft, ja, zum Beispiel am Meer, draußen. Drin können wir das auch erzeugen, indem wir zum Beispiel ein sehr hochwertiges ätherisches Öl in so eine kleine Duftlampe geben. Also, und auch bestimmte Räucherstäbchen sind da auch sehr hilfreich, um so eine bessere Luftqualität hinzukriegen. Aber da muss man wirklich sehr gut unterscheiden. Ja? Also manche Räucherstäbchen sind dann nicht so. Auch diese Kristalllampen führen zu einer höheren Prana-Dichte. Man kann auch Prana über das Essen aufnehmen, also sehr hochwertiges biologisches Essen, wo sozusagen wenig Zusatzstoffe, wenig Schadstoffe drin sind. Genau, das so zum Thema Prana. Also Prana ist gleich Lebensenergie. Und wir wollen tiefer atmen, wir wollen mehr Sauerstoff aufnehmen, Prana aufnehmen. Deswegen, wenn ihr Pranayama, also Atemtechnik übt, dann achtet darauf, dass ihr vielleicht vorher mal durchlüftet oder das Fenster auf habt, sodass ihr wirklich frische Luft einatmen könnt. Ja? Okay, dann lasst uns das gleich mal auch in die Praxis umsetzen. Findet einen aufrechten Sitz, ja, sodass ihr schön geerdet seid über die Sitzbeinhöcker und die Wirbelsäule sich ganz weit nach oben hin aufrichten kann. Genau, Meeresrauschenatem. Ich mache das einmal vor, nur damit ihr es hört, ja? Es klingt so. Es steht dieser ganz feine, rauschende Sound. Manche sagen auch Meeresrauschenatem. Ja, manche sagen sogar sogar Darth Vader Breath, ja, Darth Vader Atem, weil es ein bisschen klingt, als ob man durch so eine Darth Vader Maske atmen würde. Wir wollen aber auf keinen Fall Druck auf unseren Kehlkopf ausüben, ja, deswegen versucht jetzt nicht, wenn ihr Anfänger seid, im Yoga jetzt diesen Sound zu erzeugen, ja. Und wir wollen durch die Nase einatmen und durch die Nase ausatmen. Ich sage immer ganz gerne, wenn ihr anfangt, dann atmet erstmal durch den Mund aus. Ja? Das ist am Anfang einfacher, um so ein bisschen so ein Gefühl für diesen tiefen Ujjayi-Atmen zu bekommen. Okay, wir machen eine kleine Übung. Nehmt eure rechte Hand und stellt euch vor, das ist ein Spiegel, den ihr anhauchen wollt. Ja? Wenn wir im Winter von einem warmen Raum nach draußen gehen, dann haben wir häufig also wirklich den Atem, der wird dann sichtbar. Ja? Und wir wollen jetzt auch in den Spiegel anhauchen, als ob wir jetzt vom Warmen ins Kalte rauskommen und so einen Spiegel anhauchen. Ja? Also stellt euch das vor, tief einatmen durch die Nase, durch den Mund aus. Ja, haucht den ganzen Spiegel an, schön lang ausatmen, zweimal. Noch einmal. Tief ein und lang aus. Genau. Das ist dieser Sound. Wie gesagt, ihr könnt am Anfang erstmal durch den Mund ausatmen.
Nach einer Weile wird dann die Kehle etwas trocken, wenn man immer durch den Mund ausatmet. Deswegen wollen wir dahin kommen, dass wir durch die Nase ein- und durch die Nase ausatmen. Und wir wollen den Atem richtig ausdehnen, in die Länge ziehen und richtig tief den dreiteiligen Yogic Breath atmen, den dreiteiligen yogischen Atem. Das heißt, wir wollen hier in den Brustbeinbereich schicken, in den Brustkorb, also ein bisschen tiefer runter. Und dann sogar, dass sich der Bauch hebt. Ja, lasst uns das mal zusammen machen. Legt mal beide eure Hände auf euer Brustbein. Tief einatmen in den Brustkorb. Schickt den Atem richtig in eure Hände. Und lange aus. Versucht schon mal richtig dieses kleine, feine Geräusch zu erzeugen im Kehlkopf. Die Brust hebt sich. Lange aus, die Brust senkt sich. Noch einmal tief ein. Und lang aus. Sehr gut. Zweite Stufe. Bitte bringt beide eure Hände an den Rippenbögen hier rechts und links, an den Brustkorb. Und atmet tief ein, sodass der Brustkorb auseinander schiebt. Weitet die Rippen und lang aus. Tief ein in die Hände. Lang aus. Noch einmal tief ein. Tief Ujjayi Breath und aus. Sehr gut. Eine Stufe weiter runter. Legt die Hände auf den unteren Bauch. Atmet jetzt tief in den Bauch ein. Lasst den Bauch richtig weich werden. Ja? Lasst ihn richtig rauskommen. Tief ein. Lang aus. Noch einmal. Tief ein. Lang aus. Tief ein. Und aus. Sehr gut. Jetzt löst die Hände. Und konzentriert euch für einen Moment nur auf diesen tiefen Ujjayi-Atem. Tief durch die Nase ein. Und lang und vollständig aus. Tief ein. Und lang aus. Entspannt die Schultern, entspannt die Gesichtszüge. Noch einmal. Sehr gut. Bleibt in Kontakt mit eurem Atem. Jetzt gehen wir eine Stufe weiter. Wir wollen jetzt die Bewegung dazu bringen, was wir im Vinyasa Flow machen. Ja, das heißt, wir atmen ein, noch nicht machen, ich demonstriere nur. Einatmen, Arme gehen über den Kopf und ausatmen, Hände vors Herz. Ja, also dadurch ziehen wir richtig den Atem mit der Bewegung noch mal ein bisschen mehr in die Länge. Und wir wollen Atem und Bewegung synchronisieren im Vinyasa Flow. Okay? Wenn es zu viel ist, ihr könnt auch erstmal durch den Mund ausatmen. Auch möglich, ja? Lass uns dreimal das machen. Arme an den Seiten. Los geht's. Tief ein. Lang aus. Noch einmal. Tief ein, streckt die Arme über den Kopf. Und ausatmen, zieht die Hände vors Herz. Sehr gut. Dann löst die Hände. Okay, ihr Lieben, so das ist der Ujjayi-Atem, das ist das ganze Geheimnis. Wie gesagt, seid nicht frustriert, wenn das am Anfang nicht so richtig klappt. Ja, wir sind das einfach nicht gewöhnt, wenn wir im Alltag durch unser Leben gehen, so tief zu atmen. Häufig halten wir den Atem an, wenn wir gestresst sind. Und was wir wollen durch den Ujjayi und durch die Kontrolle über den Atem, ist letztendlich auch Kontrolle über unsere Gedanken und über unseren Geist zu bekommen. Ja? Wenn wir auf der Yogamatte sind hier, das ist unsere kleine Insel, auf der wir üben können, bewusster zu atmen, wirklich bewusst Atem und Bewegung zusammenzubringen, mehr in unseren Körper zu kommen, mehr mit uns selbst in Kontakt zu kommen und auch mit unseren Gedanken, mit unserem Prozess, der die ganze Zeit in uns abgeht, die ganzen Stimmen, die den ganzen Tag da plappern, da wirklich Ruhe reinzubringen.
über den Atem fokussieren wir den Geist auf etwas, ja, dann ist er nicht mehr so, ah, dies und das und To-Do-List und was muss ich heute noch machen und morgen, sondern wirklich, wir bringen unseren Geist, wir fokussieren unseren Geist auf unseren Atem, Atem und Bewegung, dadurch entsteht dieser meditative Effekt, den wir im Vinyasa-Yoga erzielen wollen. Ein anderer ganz toller Nebeneffekt von tieferem Atmen ist eine größere Gesundheit, ein stärkeres Immunsystem. Ja, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass viele, viele Krankheiten durch einen Mangel an Sauerstoff im Körper sich einnisten, ja, oder sich breit machen. Krebs ist eine der Krankheiten, die zurückzuführen ist auf einen Sauerstoffmangel im Körper. Das heißt, für uns Menschen ist es extrem wichtig, gerade in unserer schnelllebigen, hektischen Zeit mit endlosen To-Do-Listen tief zu atmen. Dass wirklich unser ganzer Körper versorgt wird mit Sauerstoff und dass hier alles geschmeidig laufen kann, ja, und die Energie auch durchgehen kann durch unseren Körper. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen klarer vermitteln können, was Ujjayi-Atem bedeutet. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne unter das Video. Und wie wichtig es ist, tief zu atmen. Ich werde auch weiterhin Videos machen für Pranayama-Techniken, also Atemtechniken, weil ich selber den Mehrwert davon total an mir selbst sehen kann. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin, ich freue mich, wenn ihr dranbleibt bei Wonderful Yoga. Gerne auch meine Videos teilen, gerne mit mir in Kontakt treten, wenn ihr euch ein Video wünscht. Bis dahin, Namaste.